Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. In der letzten Folge haben wir uns auf den Spuren der morgischen Blütenröte begeben. Und nun befinden wir uns in Rehle. Das ist der Ort der Ausgrabung der mythischen Morgenröte. Und hier versuchen sie das Tor nach Oblivion zu öffnen. Und nun sind wir hier. Und endlich können wir durch dieses komische Hindernis hindurch. Genau das meine ich. Aber wo sind sie alle? Sind die weiter drin? Ah. Ich sehe euch. Alle. Oh. Das sind viele. Aber das hier sieht nicht aus, als wären es Menschen. Kleine Rattis. Okay, sein Kumpel hat nichts bemerkt. Perfekt. Sind das die Monster, von denen die geredet haben? Ich glaube ja nicht. Das ist ein ganz normales Skiva. Ach ja, Skiva. Ich weiß noch, als die uns Probleme gemacht haben. Schlüssel von Riele. Ach, Schüssel, nicht Schlüssel. Schlüssel wäre auch ein bisschen zu einfach. Da steht Schlüssel! Ich habe richtig gelesen. Ich habe es falsch übersetzt. Autsch. Ich habe mir wehgetan. Eileidenrune. Urne. Ja gut, dass ein Schild keine Wärme abgibt, ist klar. Nehmen wir mal das hier mit. Ne, das kann drin bleiben. Ganz ehrlich, wir finden sowieso keinen, der so viel Zeug kauft. Und wir sollten uns mal ein bisschen was zu trinken gönnen. Hallo? Stellt 2 Hungerpunkte wieder her. Wieso Hunger? Durstpunkte will ich. Müssen wir eventuell nicht alkoholische Getränke trinken? Oh, ich bin schnell unterwegs. Nice. Ja Mensch, der Skiver, der hat's drauf. Hat ja den krassen Scheiß dabei. Okay, wo seid ihr? Das sind viele. Oh, ich muss zwischendurch speichern. Okay. Jetzt komm da raus, komm. Ich weiß, dass du da bist. Ja, gut. Lassen wir mal ihn ein bisschen rumlaufen. Ich will eigentlich keine Abkürzung nehmen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich möchte lieber ein bisschen erforschen. Also, der Typ ist da lang gegangen. Was macht er da? Scheiße. Shit. War klar, weißt du, just in diesem Moment geht mein Bogen flöten. Wieso haben wir den nicht so easy weggeknallt? Kollege, wo bist du? Ach, guck mal, hier kann ich runter rein, theoretisch. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, hier wollte er entlang. Ich muss ein bisschen auf Fallen aufpassen. Ach, guck mal. Hallo, mythische Morgenröte. Ihr seid aber nicht weit gekommen. Ich nehme euch gerne eure Wertsachen ab. Oh, Janus Tagebuch. Beschaffe Eileiden Elementarsplitter. Oh Gott. 15. letzte Saat, 4. Ära 201.
Ich wurde gerufen, um bei der Riele-Expedition zu helfen und widme mich ohne Pause dringlichen Studien. Mir wurde eine Seite mit einem alten eileidischen Text anvertraut, den man einem Forscher in Bruma abgenommen hatte. Meine Kenntnisse der eileidischen Sprache sind nicht sonderlich gut, aber ich konnte etwas über Elementarsplitter verstehen und über schlafende Wächter in den Ruinen. Was alles kein Problem wäre, wenn Volus mir mehr Zeit gegeben hätte. Aber er und unser Fürst sind ungeduldig. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Was zählt, ist meine Forschung. Die Eileiden glauben, dass es sich bei den vier Elementen um Luft, Wasser, Erde und Licht handelt. Wie ich das verstehe, dienen die Splitter, die diese Elementare darstellen, als Schlüssel zu einer geheimen Kammer. Die Vorstellung ist faszinierend, wie viele große Welkensteine in Ruinen verborgen sein könnten, die man eigentlich als unergiebig betrachtet hatte. Wenn es in Riele eine verborgene Kammer gibt, dann mag dies der Weg sein, sie zu öffnen. Aber wie und wo? Viele unserer Jünger haben die Suche in sämtlichen Winkeln der Ruine mit den Leben bezahlt. Doch entdeckt haben sie immer noch nichts. Ich werde weiter die Texte studieren. 17. Letzte Saat, 4. Ära 201. Vonus hat den dringenden Befehl gegeben, mit einem letzten Expeditionstrupp nach Riele hinabzusteigen und zu versuchen, den großen Welkenstein zu finden. Ich werde mit ihnen gehen und sie leiten. Die Wächter von Stendar sind uns wohl auf der Spur. Wir müssen also schnell handeln. Das darf meine Forschung nicht behindern. Ich bin so nah dran. 17. Letzte Saat, 4. Ära 201. Gnade denen, die zuvor hergekommen sind und die ihr Schicksal ereilt hat. Okay. Ich hätte mir nichts ausmalen können, welche Schrecken mich hier erwarten. Unsere Beharrlichkeit auf dieser Expedition hat Eileidengeister geweckt. Wächter, die zahllose Jahrhunderte in Wartestellung verharrt hatten, versiegelt in einem Sarkophag und nun erweckt, um die uralten Mächte hier zu beschützen. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich habe in der Krypta von Riele 4 Halterungen für Welkensteine gefunden. Sie sind allesamt golden und in Richtung Norden, Süden, Osten und Westen positioniert. Die Richtungen entsprechen den vier Elementen. Norden hoch zur Luft, Well, im Himmel. Süden für die Erde, Sersen, unter unseren Füßen. Osten für das Licht, Alata, der aufgehenden Sonne. Westen, wo das Wasser neu sie wieder verschlingt. Eine Skizze in dem Eileiden-Text passt zu diesem Muster. Wenn diese Splitter gefunden und in die korrekten Halterungen eingesetzt werden, dann wird sich sicherlich die geheime Kammer mit dem großen Welkenstein bemerkbar machen. Meine Leute wurden getötet und ich bin verwundet. Gerüchten zufolge soll es unter der Akademie einen Ort geben, wo der Stein eine bessere Verwendung findet. Ich muss nur noch etwas länger aushalten. Dann. Zufolge soll es unter der Akademie einen Ort geben, wo der Stein eine bessere Verwendung findet? Hä? What? Komm, nehm ich mit. Wo sind jetzt diese Halterungen? Wiederherstellungszauber, ja. Pff, nö. Nö, nö, nö. Brauche ich alles nicht. Ich muss mal herausfinden, wie ich irgendwie Wasser trinke. Kann ich mir normales Wasser kaufen? Muss ich das im Fluss abschöpfen? Ich weiß es nicht. Wo sind jetzt diese komischen Halterungen? Ich dachte, die wären hier gewesen. Okay, wir haben zwei Wege. Wir können den Weg nehmen oder wir können diesen Weg nehmen. Und ich glaube, was haben wir hier eigentlich? Also, und was haben wir dann hier? Gar nichts. Ich glaube, dass das da der richtige Weg ist, weil es runtergeht und episch aussieht. Hier sieht es nicht so episch aus. Deswegen gehen wir einfach mal hier lang. Ich liebe nicht epische Wege. Ah, guck mal, da liegt noch einer. Huch. Wir haben einen Freund gefunden. Lars, ja sieh! Elementarsplitter Well. Na Mensch, das ging ja leichter als gedacht. Habe ich dabei einen gesehen? Danke. Oh! Wir haben eine Seele gefangen. Amulett von Stendar. Das Blocken mit dem Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Ja, kannst du behalten, ganz ehrlich.
So einen Scheiß brauche ich doch nicht. Okay, da drin liegt einer. Und da ist einer, der sich freut. Oh, oh. Dietrich, Tomate, Zaubertrank der Stärke und die Ringe nehme ich natürlich gerne mit. Das ist ja ganz klar. Das heißt, wir müssen Leichen durchsuchen. Okay. Kirchen. Essen kriegen wir auch noch. Oh, oh, oh. Die Urne. Ich höre Schritte. Lars, ja sie! Ja, der will seinen Freund im Bettchen besuchen, ne? Oh, heute wird nichts mit eurer Affäre, tut mir leid. Es hat sich auserfährt. Nur der Typ da, ich weiß nicht, wie ich ihn da rauskriege. Jetzt habe ich mir nicht angeguckt, was es bringt. Du chillst da wahrscheinlich nur, ne? Ja. Der chillt da nur. Gut, da sind noch eine Menge. Wie kriege ich den Kollegen da raus? Schon wieder Schlüssel. Blutige Lumpen kannst du behalten, ey. Wer braucht denn so einen Scheiß? Dann gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht aus seinem Sarkophag kriegen. Ja, der wird wahrscheinlich drinnen liegen. Huch. Lieb ich. Hatte ich die schon durchsucht? Ja. Ach, es ist offen, okay. Kann ich da einfach hochspringen? Okay, das wird schon funktionieren, Leute. Keine Sorge. Oh! Geistgebieter. Ich hab nichts gespeichert. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Elementarsplitter Sekren. Oder Serken. Serken, ja. Serken. Okay, das heißt, nicht nur bei der mythischen Morgenröte finden wir die. Lars, ja sie! Da hinten sind noch ein paar. Da war ja der Hans-Dieter, habe ich dich durchsucht. Komm, gib mal hier den Scheiß. Vermute mal, es gibt zwei Wege hierher. Den einen, den wir schon mal gesehen haben. Oh, hallo? Stimmt, das waren nicht die ersten Welkensteine, die wir gefunden haben. Wir hatten ja schon mal welche. Ihr habt nichts gesehen. Es ist alles in Ordnung. Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob es wirklich zwei Wege hierher gibt. Oder ob ich jetzt nochmal kurz zurückrenne. Ah, ich war schon mal besser drauf, ne? Ah, es war schon close. Der will mal coole Moves abziehen, weißt du? Versagt man. Da macht man sich im Internet lächerlich. Ich vermute mal, dass hier ist die Tür, die sich öffnet, wenn wir alle Welkensteine gefunden haben. Honigschnitter, danke. Nope. Ich komme wieder. Ich muss hier erstmal durch den Rest untersuchen und die anderen Welkensteine mitnehmen. Aber das hier muss doch die Kamera sein, oder? Ah doch, es gibt zwei Wege. Okay. Lars, ja sie! Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Ach, da unten bin ich rumgelaufen. Okay, alles gut. Dann ist alles safe. Hallo? Es könnte möglich sein, dass wir jetzt tot sind. Ah!
Komm, starke Heilung. Oder muss ich schlafen, dass ich genug Magicka bekomme? Zumindest bin ich nicht tot. Habt ihr es gesehen? Hier läuft noch einer rum. Hey, ist ja gut. Ist doch gut. Ich hab mich fast erwischt. Und der hat mich nicht bemerkt. Ernsthaft? Was bist du denn für eine Pfeife? Ich schon wieder so einer. Ach. Okay. Fehlt nur noch einer, ne? Ist halt nur die Frage. Huch. Befindet der sich noch hier irgendwo? Will nicht sterben. Ausgetrickst! Na, nehme ich mal mit. So. Ernsthaft? Aktiviert falscher Splitter. Willst du mich verarschen? Ich will. Ach komm. Ja, ich dachte schon, ich kann nicht mehr springen. Wenn ich so ein Splitter wäre, ne? Wo würde ich mich verkriechen? Ich meine, ich kann selber nicht sagen, wen ich schon untersucht habe und wen nicht. Also den habe ich untersucht. Das erkenne ich an seinem Move. Den Matrix-Typen erkenne ich doch. Ist nur die Frage, habe ich am Anfang irgendwas übersehen? Ah, das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ach, das war die Räumlichkeit. Also ich würde tatsächlich einfach mal versuchen, da durchzugehen und zu gucken, was uns da erwartet. Huch. Also eventuell finden wir einen da. Moment. In jeder Himmelsrichtung befindet sich vielleicht ein Stein. Kann das sein? Naja, aber ich komme ja jetzt schon mal hier durch. Warte mal eine Sekunde. Hier ist nichts drin. Okay, wir haben zwei Welkensteine einfach so bekommen. Wir gehen einfach mal durch und gucken. Vielleicht finden wir da noch einen. Bevor ich jetzt hier stundenlang suche, dann genervt durch diese Tür gehe und der erste Gegner mir das Ding droppt, weißt du? Lass, ja, sie. Oh, ich glaube, der hat es gehört. Ach, scheiße. Ist schon wieder so ein Kackviech. Fall oben, bitte. Ich kann Gedanken lesen. Okay. Dieses Aura-Flüstern ist übrigens sehr laut. Ich habe einen Plan, wie ich daran komme. War das Illusion? Unsichtbarkeit. Lässt den Zauber dann für 30 Sekunden unsichtbar werden. Wird bei Aktivierung eines Objekts. Na gut, das ja, bringt nichts. Kräfte, Veränderung. Aschenhülle. Kerzenschein. Leben entdecken. Ich meine, dafür habe ich ja meinen Schrein, ne?
Telekinese. Mann, ich will diesen scheiß Weltkunststein. Oh, komm an. Ha. Sehr schön. Ich habe ja nur mein ganzes Magicka verbraucht. Noch mehr Weltkunststeine. Das Problem, was ich jetzt hier gerade sehe, ist, wir verlieren immer mehr an Magicka. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hinkriegen kann. Kann ich irgendwie... Kann ich sehen, wie durstig ich bin oder so? Irgendwas? Statistik? Kampfmagie? Herstellen? Ich kann nicht sehen, wie hungrig ich bin. Das ist schade. Wenn ich ein Bett finde, dann werde ich mich da kurz reinlegen. In der Hoffnung, dass ich einfach nur müde bin. Lass ja sie. Okay. Also die Übersetzung, ne? Also, puh. Die Truhe heißt Geist. Irgendwer hat es da mal richtig verkackt. Aber wir lassen uns davon mal nicht stören. Ernsthaft? Wieso hält das so viel aus? Oh nein, das ist ein Geistgebieter. Scheiße. Hatten wir nicht auch irgendwas, Waffe verzaubern oder so? Habe ich nicht genug Magicka für. Aber ich glaube, man konnte doch zurücksetzen, oder? Oh, legendär. Achso, habe ich schon. Man kann nur einmal Prestige machen, ich verstehe. Hm. Ah, Zerstörung könnte ich auf legendär machen. Oder auch nicht. Hm. Dann funktioniert es einfach nicht. Er hat nicht mal eine Waffe gehabt. Der konnte einfach gar nichts machen. Oh, ich erinnere mich. Wir brauchen einen Dolch. Wir haben einen Dolch. Gut. Wir sollten überlegen, einen Dolch anzufertigen, wenn wir das nächste Mal zu Hause sind. Also sobald wir hier durch sind. Um die Leute von hinten abzustechen. Ich glaube, wenn wir eine richtig gute Waffe kriegen. Weil, ich erinnere mich, da gab es eine Fähigkeit beim Schleichen. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen nun das 15-fache. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Bogen wie viel Schaden machen, können wir das sehen? Wahrscheinlich schon, ne? 179 Schaden machen. Das heißt, wir brauchen ein Dolch mit mindestens 10 Schaden. Aber das kriegt man doch hin. Das kriegt man doch easy hin. Und dann zersteche ich die einfach. 15-facher Schaden, stellt euch das mal vor. Wahrscheinlich habe ich irgendwo zu Hause einen Dolch rumliegen, der mehr Schaden macht als 10. Okay. Ich vermute mal, wenn ich hier weit weitergehe, dann geht die Tür zu. Will ich das? Kann ich mich hier nicht hinlegen? Oh, ich hätte mich im Camp ausruhen sollen, ey, so eine Scheiße. Kann ich dich hier einfach warten eine Stunde? Offensichtlich nicht. Okay.
bin ermattet. Sehr schön. Okay, Leute. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, kann ich den so töten? Bevor. Du kommst hier nicht rein, Kollege. Bevor wir weitergehen, verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.